Das heißt, ein paar Monate ist das gegangen und dann ging eben nichts mehr. Wie schnell haben Sie denn realisiert und wie schwierig war es sich auch, sich einzugestehen, okay, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter? Weil normalerweise denkt man ja, naja, Schwierigkeiten, da kämpfe ich mich jetzt noch durch. Genau, der schmale Grat zwischen zu früh aufgeben und nicht aufgeben wollen, das war natürlich auch so ein Punkt bei mir. Gerade bei einem Laden hat man einen Mietvertrag, da war aber schon eine Klausel auch drin, die gesagt hat, naja, wenn man nachweisen kann, dass man nicht zahlungsfähig ist, dann kommt man da relativ schnell wieder raus. Ich habe sehr schnell realisiert, dass dass das nicht gut läuft. Also 0 Euro Umsatztage gab es mehrere. Ja. Das ist, wo ich echt dachte, das habe ich noch nie erlebt. Danke, dass mir das passieren durfte. Ich saß häufig viele Stunden alleine im Laden und musste mir immer wieder Gelder leihen, um die Miete zahlen zu können. Also sprich, ich habe mich durch die Anwesenheit im Laden auch noch verschuldet. Und dann war irgendwann klar, eine sehr hohe Stromrechnung, die konnte ich nicht mehr bezahlen und dann war es vorbei.